Moin Freunde, willkommen zurück zu Ni No Kuni. Ich bin's wieder, euer Matt Baron. Und was ich mal machen wollte, ich wollte mir eigentlich mal das Vieh von dem Kumpel hier angucken. Hallo! Warte mal, ist das überhaupt für dich geeignet? Nee. Gunther? Mal gucken. Was brauchst du denn lieber? Pass auf, warte mal, wenn du jetzt Bananas kriegst, ne? Dann passt das doch wieder besser. Guck mal, ich habe jetzt drei Warrior. Dann kann ich den auch wegpacken. Also, scheiß Katze, den brauche ich nicht. So, dann tauschen wir das mal so durch. Ja, das ist doch mal eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt möchte ich aber irgendwie Gunther noch ausrüsten. Wir brauchen mal wirklich tatkräftige Verstärkung für unser Team hier. Was ist Gunther eigentlich für ein Element? Könnt ihr mir das mal sagen? Ach, natürlich ist er auch Stern. Oh, scheiße, dann... Oh, nee. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich dann nochmal... Scheiße. So. Nee, alles kacke. So, dann brauchen wir nochmal neu. So, komm, gib mir mal was her von dem Zeug, was du da hast. Ist in Ordnung. Ich nehme alles. Von mir so dreimal. So, zack. Einmal eine Axt für Gunther. Na, bitteschön. Okay, ein Schild nimmst du nicht, ne? Also ein Lendenschurz ist auch nicht für dich da. Boah. Das ist schade, ne? Im Prinzip müsste ich jetzt nochmal nach Al-Kuwait und dann da was Neues kaufen. Aber hier, guck mal, was ich mal machen kann. Hier, lecker Schokolade. Schokri kaufen für unseren Alfonsi. Für unseren Fonsi. So. Damit wir den nochmal ein bisschen vollstopfen können. Ich möchte nämlich, dass er endlich mal uns mehr mag. Dann wird er auch stärker. Guck mal, da wächst doch das Herz. Hallo, du hast da doch Herzen ausgeschüttet. Das kann doch nicht sein. Alfons, du magst uns. Jetzt tu nicht so, als wenn wir dir am Arsch vorbeigehen. Du findest uns super. Gib's doch endlich mal zu. Ach, okay. Was haben wir denn hier alles Schönes für dich? Feuerschleuderstadt. So. Ich glaube, mit Flinkheit sind wir bei dir ganz gut bedient. Aber Stärke. Angriff. Was hat er denn für einen heftigen Angriff, der Typ? Das ist ja voll der Bolide. Und nochmal mehr steigern. Ja, mehr. Ja, moin. So, aber ich würde mal gerne wissen, auf welcher Stufe ist Alfonsi Gunther eigentlich? Und Schokolademagier natürlich. So, wir wollen ihn nicht nochmal mästen. Ich möchte mal ein paar Infos zu dir haben. Tja. Kann ein paar, schön. Das ist alles doof hier. Gunther, du bist gerade noch so ein bisschen... Ich hoffe mal nicht, dass irgend so ein Riesenvieh versucht uns da... Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgend so ein Riesenvieh versucht uns... auf dem Schiff irgendwie anzugreifen. Bin mir hundertprozentig sicher, dass das passiert. Natürlich, wenn man schon auf See unterwegs ist, dann kommt bestimmt irgendwie so ein riesen Tentakelvieh oder so ein, weiß ich nicht, so ein Drache, so eine Seeschlange oder irgendwie wird da was kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Deswegen ist für mich die Frage, ob meine jetzige Teamaufstellung wirklich so intelligent ist, aber was soll ich sonst machen? Ich meine, auf lange Sicht ist es super, wenn Sven Bananas übernimmt, aber... So, hallo, meine lieben Kinder. Wollt ihr mitkommen? Wird bestimmt super und schön. Macht Spaß. Wir lassen uns mal richtig verbrücken. Der hat... Das ist doch... Es ist Glühgarnelensaison, weißt du? Das ist... Wer von euch geht bitte in so einer Klamotte baden? Ich nicht. Definitiv nicht. Vielleicht, als ich mein... Nee, hab ich nie gemacht. Ich hab nur Silber. Also wenn man sein Goldschwimmabzeichen macht, ne, dann muss man das machen. Papa, Mann, du willst gleich an Bord? Bist du denn wirklich schon bereit? Eine Seereise darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weißt du? Frag doch nur meinen Onkel Dai. Was meinst du denn damit? Na, es ist verdammt gefährlich, nicht wahr? Du solltest tipptopp in Form und gut gewappnet sein, bevor wir zu den Herbstlanden segeln. Och, da hast du wohl recht. Bin ich. Ich bin gespannt, wie das hier endet. Ich
Gai Sensei! Schön. Was für ein schöner Moment. Ha. Jabu dono. Tekozutte oraremasu na. Komarimashita na. Are dake oomie o kitte oite. Kazan no nushi ni naitome ya. Ano teido no chikara de taoseru to omotta no. Shikkousha toshite wa shoushou tenurui no dewa nai ka. Sono shime wasurete wa oranda. で、ジャボ殿、次なる策はあるのですかな。は。次こそは私自ら手を下すことにいたしましょう。おお、そう来なくてはいけませんな。今更遅いのではなくて。皆様、静粛に。ではジャボ、お前に新たな力を授けよう。 嵐を呼ぶ魔導の力を。は、光栄に存じます。次こそは必ずやつが。期待しているぞ。執行者よ。おいおいおいおいおいおい、 das scheint ja immer noch mal richtig spannend zu werden, Mensch. Ach Mensch. Ah, die Seeluft erquickt meine Seele. Nun, meine Freunde, wisst ihr überhaupt, wie man ein Schiff steuert? Ha, nur keine Angst, es ist keine Zauberei. Navigiere mit L und benutze R, um den Kamerawinkel zu ändern. Das hast du sicher bald heraus. Willst du von Bord gehen, dann nähere dich dem Ufer und drücke X. Wenn du wieder auf die hohe See hinaus willst, dann nähere dich dem Schiff und drücke X, um an Bord zu gehen. Unser Ziel ist der ferne Kontinent der Herbstlande, nordöstlich von hier. Du wirst dort Schweinfort finden. Wenn du auf hoher See die Orientierung verlieren solltest, wird sich die Weltkarte als nützlich erweisen. Drücke an Bord der Seekuh R1, um sie aufzurufen. Wenn du nicht an Bord des Schiffs bist, kannst du mit R1 die Umgebungskarte aufrufen und dann nach oben drücken. Du verfügst über solch eine Karte, hast du keine Ausrede mehr, wenn du dich verirrst. Du kannst jetzt die Weltkarte benutzen. Oh Mann, ihr kennt mich, jetzt wird's erstmal langweilig. So. Ja, eins. Ach du Scheiße. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Okay. Was ist denn das da hinten? Ach, Monster zu Wasser. Schau mal einer an. Die können wir jetzt volles Rohr mit unseren Kanonen beballern. Okay, dann können wir mal gucken, wie unser Sven sich im Kampf so schlägt. Beides scheiße. Kann man beides gerade nicht so machen. Das Problem ist ja gerade, dass sowohl Alfons als auch Gunther Probleme gegen Wasserattacken haben. Ah! Glitcher. Ja, den holen wir uns. So, Esther. Bezirzen, Glitcher. Ja, steh auf, gute Frau. Die ganze Zeit da auf dem Boden am rumkrosseln. Nein, ich muss hier nicht arbeiten. Das ist alles Hobbyurlaub hier. Wir machen hier eine Tour mit der AIDA. Costa Concordia. Jawollo. Schön an irgendeinem
Steilpasta vorbei und eine Glühgarnele. Ja, den Plitscher behalte ich. Wo waren wir denn gerade? I, oder? Haben wir schon J gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Jeremy hatten wir. H-I-J-K. Nee, das ist doof. Karl, das ist Karl. Ja, das ist Kalle, das ist viel schöner. Kalle. Kalle, ab dem schicken was öppengrät. Kalle ist jetzt mein Vertrauter, er weiß Bescheid. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss ja irgendwo noch eine Krabbe finden, Mensch. Wo finde ich die denn? Leute, lass mich doch nicht im Stich hier. Moin. Ich habe gerade fälschlicherweise wirklich eine Sekunde überlegt, ob ich das irgendwie Katamari spielen soll. Nee, das ist gefährlich. Ich will nicht zu diesem Typen. Der sieht gefährlich aus, den will ich nicht. Ja, ja. Du kannst kein Schiff von hinten angreifen. Das ist kein Überraschungsmoment. Ja, dann lassen wir uns mal verprügeln. Ich schenke mir gerade so lange was zu trinken ein. Wiegenlied. Ja, gute Nacht. Dreimal Fehlschlag. Dann müsst ihr aber auch mal ein bisschen früher aufstehen, Jungs. Okay. Ich versuche mal runter. Mal gucken. Oh Gott. Weg. Weg, 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 weg. Oh, kaum einer so schief angeguckt. Und schon ist Gunther tot, oder was? Das könnte jetzt hier nochmal richtig schwierig werden für uns alles. Ja, dann müssen wir einmal umstrukturieren. Führt kein Weg dran vorbei. So, die fiese Stiefvase stimmt, okay. Wir haben noch über Nike, der kriegt da hin. Die, tut mir leid. Und Bananas, ihr seid schon meine Helden. Das Dreier-Team. Allesamt erfolgreich. Und einen starken Kaffee gibt's auch noch. Damit hier keiner einschläft auf dem Schiff. Nee, das muss nicht sein. Hier ist doch bestimmt irgendwo die Krabbe gestrandet, oder? Er hat doch gesagt östlich. Ist das nicht östlich hier? Hallo. Moin. Ach ja. Miau-Ding? Oh, komm mal her. Die sehen gefährlich aus, die Jungs. Die sehen definitiv gefährlich aus. Die Frage ist, ob die schon kaputt sind. Mal gucken. Ich lass mich überraschen. Ja. Okay, warte mal. Erst, wir machen das mal nach den Kingston-Regeln. Zwei gehen rauf, einer kommt runter. Oder andersrum. So. Okay. Scheiß Raubkätzchen. Hau das mal um hier. Ja, weg da. Lichtsichel. Ist nicht. Komm. Zack. 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 Zack, und dann auf dem Miau-Ding drauf. Hier, bitteschön. Wenn. Wisch. 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 Okay, jetzt ist aber Phase. Jetzt muss ich hier mal Gunther einsetzen. Aber der ist so doof, den will ich eigentlich nicht. Ich meine, er macht ziemlich. Der macht noch nicht mal viel Schaden. Nein, ich will Gunther nicht. Gunther ist doof. Der hat so eine schlechte Verteidigung. Monsterjagd abgeschlossen. Super. Schöne Krabbe. Du erhältst zwei Zwergenwerte. Kann ich die Muscheln mitnehmen? Nee, aber ich gehe gerne mal wieder an Bord. Oh. Und wieder runter. Hier müsste doch irgendwo diese komische Krabbe zu finden sein. Eine Kragenechse haben wir hier. Kantenkraut, ich will eine Krabbe, Mann. Wo ist sie denn, Menno? Ach, ihr seid's. Ich kenne euch doch noch irgendwoher. Irgendwo habe ich euch doch schon mal gesehen. War das bei diesem Prinz Hilaf? Ja, ich glaube schon. Ach, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr jetzt den Arsch zumacht. So, gehen wir doch mal vorbei.
Die Kristallraune muss unbedingt weg und die andere auch. Die heilt mir hier zu viel. Da kannst du auch gerne den Tank zuerst kaputt machen. Das geht auch. Ja, Esther, mach das. Sven, ihr macht das super, ihr beide. Ihr seid ein super Team. Wirklich. Einer blöder als der andere. Ja, guck mal, wie viele Viecher hier sind, die gelevelt werden. Ach du Scheiße, da verliert man ja sofort den Überblick. Oh, Mensch. Ist hier eine Krabbe? Hallo, Mr. Krabs? Das? Nein. Das ist keine Krabbe, das ist Aber es hat sich das bewahrheitet, was ich am Anfang dieses Spiels gesagt habe. Kaum haben wir hier mal ein paar Gegner. Und die ersten sind ganz viel mit Varianz verbunden und die hinterher, da ändern die einfach nur die Farbe. Das finde ich doof bei so einem Spiel. Ich will, dass ich neue Gegner habe. Nein, nicht immer nur Farbe ändern. Das ist so billig. Nickerchen. Nice, nice. Ja, Bananas sollte ich einen nach dem anderen rauben. So. Ach, der will mitkommen. Dann machen wir das dann mal. So, bezieh jetzt. Lalalala. Ja. Schön. Und gleich nochmal. Den Rambock. Ja. Der Rambock ist auch gezähmt. Ja, wir nehmen alles mit hier. Wir machen jetzt den Rollgriff. Einfach so mit dem Unterarm hier die Monster mitnehmen. Wunderschön. Maubfausel. Gerade waren wir bei K, ne? H-I-J-K-L. Luscious. Du bist jetzt Luscious. Ja, möchte ich. Luscious ist jetzt mein H-I-J-K-L-M. Du bist jetzt Magda. Du siehst auch schon so aus wie so eine Magda. Mit deinem obszönen Lidschatten. Mit deinem Partyhütchen. Ja, du bist ein Feierschwein, so ist es. So. So, ist hier irgendwo noch eine Krabbe? Da hinten ist eine Krabbe. Ha! Da hinten ist eine Krabbe. Aber die holen wir uns jetzt nicht. Die holen wir uns beim nächsten Part von Ni no Kuni. Bis dann, Freunde. Ich freue mich drauf. Tschüss.